Herzlich willkommen bei dieser Heilstrom-Meditation, die dich dabei unterstützen möchte, einen Konflikt zu einem anderen Menschen zu lösen. Setze dich aufrecht hin, ohne dich anzulehnen. Richte deine Handflächen nach oben. Welcher Konflikt belastet dich gerade? Beschreibe den Konflikt, worum geht es genau? Was hindert dich daran, eine Lösung zu finden? Hast du Angst? Wovor hast du Angst? Welche Gefühle sind noch da? Zweifel? Sinnlosigkeit? Hoffnungslosigkeit? Starre? Widerstand? Wut? Innere Zerrissenheit? Schuld? Scham? Trauer. Atme tief ein spüre deinen Körper, spüre, wie er sich jetzt anfühlt. Und frage dich, möchte ich diesen Konflikt aufrechterhalten? Wenn du ein Nein spürst, frage dich, bin ich bereit loszulassen? Bin ich bereit, die göttliche Kraft einzuladen, mich dabei zu unterstützen? Wenn du ein Ja spürst, dann ist jetzt die Zeit gekommen, bewusst loszulassen. Stell dir vor, dass ein lichtvolles Wesen vor dir erscheint. Dieses Wesen ist dir zugewandt, voller Liebe und Güte. Gleich werden wir aussprechen, was du loslässt. Fühle dabei jedes Mal in deinen Körper. Und wenn du eine Empfindung spürst, zum Beispiel eine Schwere auf den Schultern, dann greif mit deinen Händen dahin, als ob du diese Schwere in die Hände nehmen möchtest und gib sie nach vorn zu deinem lichtvollen Wesen. Ich lasse alles los, was nicht zum höchsten göttlichen Wohl aller Beteiligten ist. Ich lasse die Ängste los. Ich lasse die Zweifel los. Ich lasse Widerstand und Starre los. Ich lasse Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit los.
Ich lasse Wut und innere Zerrissenheit los. Ich lasse Schuld und Scham los. Ich lasse Trauer und Traurigkeit los. All die Gefühle, die du jetzt losgelassen hast, sind Emotionen und Prägungen, die nicht mehr dem höchsten göttlichen Wohl dienen. Es kann sein, dass es auch noch Gefühle gibt, die dir dienen, um den Konflikt zu lösen. Also wundere dich nicht, wenn auch nach dieser Meditation noch Gefühle da sind, denn auch die Gefühle haben ihren Sinn und ihre Kraft. Danke, du bist nun ein befreiter Mensch, der ebenso sein Umfeld mitbefreit und befriedet. So sei es. Spüre nach, was fühlst du jetzt im Körper? Erleichterung, Weite, Entspannung, Wärme, Kribbeln. Atme tief. Ich wende mich nun an die göttliche Kraft, den Schöpfer, die Quelle, die alles Leben erschafft und erhält. Ich bitte darum, den Heilstrom zu empfangen. Ich bitte, dass mein Körper auf allen Ebenen aufgefüllt wird mit dieser Energie. Stell dir vor, wie ein glitzerndes, warmes Licht von oben kommt und wie dieses glitzernde Licht durch dich, durch deinen Körper fließt. Fühle dabei deinen Körper von oben nach unten. Spüre den Kopf. Den Hals mit Nacken, die Schultern, die Arme von oben nach unten, die Hände, die Fingerspitzen. Spüre das Licht, der Heilstrom durch dich fließt. Die Schultern, den Rücken, den Oberkörper. Körpermitte, Bauch, mittlerer Rücken. Unterleib, Becken, unterer Rücken, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel,
Füße, Fußsohlen, Zehen. Und spüre, dass das Licht, der Heilstrom nach unten in die Erde abfließt, weiterfließt. Nimm bewusst wahr. Atme tief ein und aus. Mach auch gern ein Geräusch, ein Ton beim Ausatmen. Lenke deine Gedanken bewusst auf etwas Schönes. Was löst Freude, Liebe und Lächeln in dir aus? Spüre dabei deinen Körper und frage dich nochmal, was löst noch Freude, Liebe und Lächeln bei mir aus? Nun ist es Zeit, die Bitten auszusprechen. Ich bitte darum, dass für diesen Konflikt die bestmögliche Lösung geschieht. Ich bitte um Unterstützung von allen Ebenen. Ich bitte darum, im richtigen Moment die richtigen Worte aus dem Herzen fließen zu lassen. Ich bitte darum, die Bedürfnisse und Gefühle, die dahinter stehen, auf beiden Seiten wahrzunehmen und anzuerkennen. Ich bitte um Vergebung. Ich bitte um die Offenheit meines Herzens. Ich bitte darum, dass ich alles annehmen und akzeptieren kann, was ich nicht ändern kann. Ich bitte darum, liebevoll und geduldig mit mir und dem anderen zu sein. Ich bitte darum, dass für alle Beteiligten das geschieht, was zum höchsten göttlichen Wohl des großen Ganzen ist. Danke. Spüre deinen Körper. Spüre den Heilstrom, der immer noch durch dich fließt. Stell dir die Frage, was ist der erste konkrete Schritt, den ich jetzt in meinem Leben tun kann? Sei offen. Lausche auf die Antwort.
Versprich dir selbst, in die Handlung und in die Umsetzung zu gehen. Bedanke dich nun bei deinem lichtvollen Wesen. Bedanke dich bei deinem Körper, beim Heilstrom und bei dir selbst. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Und wenn du bereit bist, dann komm zurück in dein Hier und Jetzt. Öffne die Augen. Danke für dein Sein. Von Herzen alles Liebe, deine Claudia.